ich grüße euch, ihr Lieben. Hier ganz kurzes Video aus dem Stegreif rausgehauen. Ihr erinnert euch ja sicherlich an mein Video, das habe ich vor ein paar Tagen gedreht. Das wurde auf meinem YouTube-Kanal mir sprichwörtlich aus der Hand gerissen, dieses Video. Ja, bis zu dreimal so viele Views und Kommentare wie alle anderen Videos im Durchschnitt. Und da ging es um das Thema Nearshoring, Offshoring. Ja, also hier nochmal ein bisschen Marge rausholen, indem man eben, sagen wir mal, Mitarbeiter, also indem man letztendlich das tut, was die ganzen Konzerne die ganze Zeit tun, ja, Volkswagen, Audi, BMW, ja, ihre ganzen Produktionsfirmen in Tschechien, in Ungarn und in Polen ausgelagert, die ganzen Zuliefererfirmen machen es, alle machen es, ja. Warum also nicht auch du als Kleinunternehmer, sprichwörtlich Startup, IT-Softwarebude, Softwareentwickler, IT-Dienstleister, ja, wenn du sogar, sagen wir mal, angenommen, du bist Freelancer, möchtest jetzt skalieren, möchtest jetzt ein Unternehmen aufbauen, möchtest dir deine ersten 4, 5, 10, 20 vielleicht Mitarbeiter, ja, einstellen. Ja, warum nicht am Ausland sourcen? Ja, weil dort letztendlich du, sagen wir mal, den gleichen Experten einkaufen könntest zum Hälfte, sagen wir mal, zur Hälfte des Preises. Ja, du willst natürlich auch Top-Qualität. Dann hast du vielleicht am Unterstrich dann ein bisschen mehr Marge und das kannst du wieder verwenden, ja, um dein Flying Wheel zu befeuern, mehr Marketing und so weiter. Habe ich hier ein ausführliches Video gemacht, verlinke ich dir hier unten, beziehungsweise einfach auf meinem YouTube-Kanal mal nachschauen, ja, und dir das auch nochmal reinziehen. War ein sehr beliebtes Video. Jetzt aber, das Ganze hat natürlich einen Haken, ja, und ich sage immer wieder, Leute, Dinge, die einfach sind, ja, würde jeder machen. Und wenn es jeder macht, hat es keinen Vorteil mehr. Ja? Das heißt, jeder, der da euch da draußen irgendwas verspricht von einfach Geld verdienen und einfach dies und einfach das und schnell und einfach und dies und das und jenes, ja, der ist sowieso total unseriös. Und was das ganze Thema Nearshoring und Offshoring betrifft, ich habe schon Kunden betreuen dürfen, mit unterstützen dürfen, Zweigstellen aufbauen dürfen in der Schweiz, in Zürich, in Österreich, in skandinavischen Ländern, in angelsächsischen Ländern und so weiter und so weiter. Ja, und dort dann eben auch ein paar erste Kunden für den gewinnen und so weiter, so als Boost, als Startup. Und die haben häufig sich auch gespeist durch Nearshoring, Offshoring-Strategien. Teams zum Beispiel aktuell nach wie vor sehr attraktiv in Europa. Ja, ich habe schon ein paar Länder genannt, Tschechien, Ungarn, Polen und sogar auch ein paar baltische, obwohl, naja, das ist so ein bisschen, ja, chaotische Regionen ist. Also wenn du da eben gewisse Liaisons hast, ich würde immer empfehlen, dort Liaisons aufzubauen oder letztendlich schon langjährige Bekanntschaften, wenn du welche hast, sozusagen dafür zu verwenden, weil diese Länder sind manchmal nicht ganz easy, ja. Portugal, sehr, sehr attraktives. Viele haben Portugal gar nicht auf dem Schirm, ja. Also letztendlich ist so ein bisschen das Hightech Nearshore-Plateau Europas geworden. Hat verschiedene Gründe, schönes Wetter, ja, schöneres Wetter wie im Osten zum Beispiel, Steuersachen und so weiter und so weiter. Ja, auf jeden Fall darfst du eines nicht vergessen und deswegen mache ich das Video. Natürlich hat das Ganze auch einen Haken. Wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt Freelancer oder bist sogar nur Angestellter, ja, du verdienst gutes Geld als Softwareentwickler, machst du deine 10.000 Euro im Monat, ja, brutto, und oder bist Freelancer, machst deine 10, 12 bis 15.000 Euro im Monat brutto, aber willst halt jetzt wirklich mal Unternehmer werden, unternehmerisch tätig werden. Und jetzt stellst du hier letztendlich, ich würde dir sehr stark raten, wenn du in der IT-Tech-Branche unterwegs bist, dir einfach mal eine UG hinzustellen. Wenn du das Geld übrig hast und ein guter Softwareentwickler, der schon viele Jahre Erfahrung hat, der sollte zumindest mal 12.500 Euro, glaube ich, sind es. Du musst eh nur die Hälfte einzahlen und dann kannst du es aber auch gleich wieder reinvestieren. Also im Grunde musst du eigentlich gar nichts irgendwie blockieren oder sonst was. Verstehen auch viele nicht, wenn sie eine GmbH gründen, ja. Ich bin keine Rechts- oder GmbH-Beratung, da gibt es wieder andere, aber ich kann auf jeden Fall so viel sagen, ja, setz mal die 12.000 Euro ein, ist vielleicht ein Monatslohn für dich und dann kannst du es aber auch gleich wieder zu Reinvestitionen verwenden. Also das ist ja nicht irgendwie geblockt oder sowas, wie auf so einem komischen Sparbuch oder sowas, ja, bei der Sparkasse, sondern du kannst es ja sofort wieder reinvestieren und du musst ja so Dinge dann kaufen innerhalb dieser GmbH, ja, ein paar Computer oder sonst irgendwas und dann
Ja, nutzt halt eben das Geld, was du da eingezahlt hast, um diese GmbH zu gründen. Und dann würde ich dir auch gleich empfehlen, vielleicht noch eine zusätzliche GmbH zu gründen. Kostet, wenn du das alles am Anfang solide aufbaust, kostet dich halt, sagen wir mal, am Anfang vielleicht ein Tausi mehr, ja, und dann quasi die zum Erhalten, also quasi, wenn die erstmal noch nichts macht operativ, dann kostet dich auch quasi die Buchhaltung und so weiter, wenn du einen vernünftigen Buchhalter hast, auch nicht mehr wie ein Tausi im Jahr oder zwei, maximal das Ganze, maximal 3.000 Euro im Jahr, um das Ganze administrativ zu erhalten, alles zusammen, dann hast du schon mal eine super Struktur aufgebaut. Also dazu gibt es viele geile Videos da draußen, ja, Dr. Jung, Steuerberater und so weiter, so kannst du dir einen Haufen Zeug reinziehen, ja, oder auch Fortbildungen machen, sonstiges, ja, also es bleibt alles dir überlassen, will ich dir jetzt hier nicht weitere Tipps geben. Und wenn du aber jetzt da bist an dem Punkt, jetzt kommt der eigentliche, das habe ich lange ausgeholt, aber jetzt kommt der eigentliche Punkt. Du sagst jetzt, okay, du hast dir dein Netzwerk aufgebaut, deine Liaison, was weiß ich, deine Partnerschaften, egal wie es auch immer jetzt zustande gebracht hast. Du hast in Portugal, sagen wir mal, 10, 20 Leute, die du dort sourced. Oder sagen wir, du hast in Portugal 5, dann hast du irgendwie in Tschechien nochmal 3 und in Bulgarien nochmal 2, in Rumänien nochmal 4. Und wie gesagt, ich habe hier namhafte Firmen unterstützen dürfen in der Vergangenheit, die insgesamt 100, 200 Mitarbeiter haben. Und davon war, sagen wir mal, gut 70 bis 80% waren in diesen Ländern verstreut und haben dort operative Dienstleistungen gemacht letztendlich. Aber der ganz gezielte Knackpunkt dabei ist, dass eben nicht 100%, ja, in diesen Ländern war. Und die Schlüsselentwickler, also sprich die Senior-Entwickler, die Projektleiter, die POs, die DevOps, diejenigen, die sozusagen die Schnittstelle gebildet haben, auch die operative Schnittstelle, also nicht nur, dass du sozusagen die Geschäftsführer-Schnittstelle in Deutschland bist und dann hast du deine komplette Firma letztendlich irgendwo im Ausland sitzen, ja, also die ganzen Leute, das kann man schon alles so bauen, dass es auch passt, ja. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und warum? Weil du ja dich noch in der Startup-Phase befindest und noch so gut wie keine Bestandskunden hast. Das heißt, du hast ja sowieso jetzt schon mal die Herausforderung, ja, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, du hast ja sowieso schon erstmal die Herausforderung, Neukunden zu gewinnen, als Firma, die es so eigentlich noch gar nichts macht. Das heißt, diese Hürde zu nehmen, ja, dass du überhaupt erstmal eine operativ laufende Firma wirst, die mal erstmal ein paar Millionen macht. Also du bist ja relativ schnell in der Softwareentwicklung auf 1, 2, 3 Millionen Euro Umsatz. Das ist jetzt nicht das Ding, aber dass du da wenigstens mal bist, mal ein paar Kunden bedienst, mal ein paar Monate, ein paar Jahre und dann dir ein Bestandskundenportfolio aufbaust, ja, und dann auf dem dann aufbauend kannst du dann Near- und Offshoring-Lösungen dann eben oben drauf setzen, sozusagen so als Add-on. Wie weit prozentual, also partiell, das letztendlich dann von deinem Gesamtbusiness dann ist, ja, ob du jetzt dann 80% deiner Leute in Deutschland sitzen hast und dann 20% im Ausland oder 80% im Ausland und 20% in Deutschland. Das sei nochmal dahingestellt. Da muss man nochmal genau, okay, in welcher Branche bist du genau und wie funktioniert das bei dir? Ja, wie managst du das und weiter? Ja, also ich meine, letztendlich, das übersteigt dann auch teilweise letztendlich dann meine Aufgabenbereiche. Ja, da muss man eben genau schauen, welchen Bereich bedienst du, was hast du da eben. Also es hängt letztendlich, um Klartext zu sprechen, von deinen ganzen Seniors ab, ja, die letztendlich diese Leute dann managen irgendwo auch, die Sprachbarrieren dann auch quasi die Hürde nehmen müssen mit der Sprachbarriere, weil das läuft ja dann auch alles auf Englisch, im Idealfall hoffentlich zumindest. Ja. Und, aber Englisch ist nun mal kein Deutsch, auch wenn hier, das wirst du vielleicht auch schon mal gemerkt haben, wenn du im Ausland bist, ja, in dem kein Englisch die Muttersprache ist, und du ja auch Deutscher und nicht deine Muttersprache ist und ihr beide kommuniziert in Englisch, ist es nicht das Gleiche, als wie wenn du mit einem Engländer Englisch kommunizierst. Ja, also das ist nochmal unter Umständen ein sehr großer Unterschied. Ja, und dass du eben hier Leute hast, die, und das ist ganz, ganz wichtig, auch mal vor Ort beim Kunden, zumindest in der Anfangsphase, einfach mal für Trust-Building und auch letztendlich dem Kunden das Gespür zu geben, dass da eine gewisse Nähe besteht oder dass du zum Beispiel, es ist aber auch teilweise sogar so, dass es gewünscht oder auch gefordert ist
von einem Kunden, das letztendlich, zum Beispiel, wenn man angenommen, wir hatten jetzt irgendwie ein Projekt, ja, das Projekt ist jetzt auf 12 Monate, und dass der Kunde dann sagt, ja, die ersten 8 Wochen, die ersten 6 Wochen und so weiter, da will ich die Leute vor Ort haben, ja. Es geht nicht nur darum, es geht auch ums Onboarding, es geht um all diese Dinge, die letztendlich auch alle remote, also rein technisch wäre das alles remote machbar, es ist überhaupt kein Thema. Aber es geht letztendlich um, und hier ist auch ein ganz wichtiges Learning für dich vielleicht, wir bewegen uns hier in einer absoluten Tech-Welt. Ja, es geht letztendlich nirgendwo so sehr um Technik als wie bei Softwareentwicklern und Informatikern, ja, und bei Physikern vielleicht noch, ja. Und aber auch da schwingen die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse mit, wie Trust, ja, Bauchgefühl und so weiter und so weiter. Also alles, was letztendlich auch an Soft ja, Emotionen und so weiter eben da mit reinspielt. Und es spielen da auch Sachen mit, wie passt es von den Teams her. Ne? Also es ist letztendlich, lass mir mal diese ganzen Skills beiseite, lass mir mal diese ganzen technischen Sachen beiseite. Ne? Kannst du das umsetzen? Hast du diese Kenntnisse und so weiter? Es geht letztendlich auch um Menschen. Ja? Wie passen die Menschen zusammen? Ja? Also es gibt hier irgendwie meistens schon bei größeren Aufträgen, und wir machen eigentlich immer nur größere Aufträge, es gibt hier schon ein paar ITler, Softwareentwickler und so weiter, die gibt es schon vor Ort beim Kunden, und dann gibt es deine Entwickler und Software-ITler und so weiter. Und die müssen auch von der menschlichen Komponente her, müssen die auch zusammenpassen, ne? Dass die sozusagen mal die ersten 4, 6, 8 Wochen vor Ort sind und dort dann auch mal die Entwickler vor Ort beim Kunden treffen, mit denen mal was trinken gehen, mit denen mal was essen gehen, ja, sich mit denen vielleicht sogar irgendwie ein bisschen anfreunden und so weiter. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn es eben vor Ort passiert. Das heißt, hier nochmal abschließend ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Viele Projekte werden eben gewonnen oder nicht gewonnen, ja, und da geht es teilweise um Millionen von Euro, weil du zwar Remote-Mitarbeiter hast, und das ist auch okay so und das wird auch akzeptiert, aber du hast Remote-Mitarbeiter, die auch willig sind, mal zu verreisen und auch mal in einer anderen Stadt in Deutschland oder sonst wo, wo halt der Kunde sitzt mit dir in seinem Hauptquartier, mal ein paar Wochen zu verbringen. Ja, auch mal weg von der Familie. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Entwickler hast oder Mitarbeiter, die auch schon Familie haben, einfach mal zu sagen, sorry, ich muss jetzt einfach mal für 3 Wochen da wohin. Oder für 5 Wochen oder für 2 Wochen oder was weiß ich, wie lange, es ist immer unterschiedlich. Aber letztendlich mal zu sagen, okay, ich verreise mal. Tschüss, Sikorski. Ich habe zwar Kind und Frau, aber das, wenn, also verstehst du, was ich damit sagen will? Das ist eine Sache, die viele überhaupt gar nicht auf dem Radar haben. Die sagen, okay, ich habe doch hier Top-Leute, was soll das und so weiter. Wo ist da das Problem? Das ist eben genau das, was ich hier versucht habe, gerade zu erklären. Das ist eine rein menschliche Komponente, die aber sehr, sehr häufig durchschlägt. Also, nochmal abschließend, es gibt in der IT-Branche, wo es letztendlich nur um Tech gehen soll, rationale Geschichten und so weiter, ja, Skills, kannst du das, kannst du das, kannst du das, geht es sehr häufig auch, wenn Entscheidungen getroffen, teilweise, die mit 6-7-stelligen Budgets zu tun haben, die mehr oder weniger aus dem Bauch herauskommen, ja. Sollte man nie vergessen, auch da geht es letztendlich immer nur um Gefühle, Emotionen, ja, und um Menschen. Und der ganze Rest kommt dann, natürlich muss auch stimmen, aber da kommt dann manchmal einfach sogar nur an zweiter Stelle. Okay, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen mit diesem Video. Wenn dieses Video in irgendeiner Art und Weise dir weitergeholfen hat, dann bitte tu mir den einen Gefallen und gib dem Video mal einen Daumen hoch. Ja? Weil es gibt hier Leute, die teilweise dann irgendwie 10-mal meine Videos anschauen und nicht einmal einen Daumen hoch geben. Ja, warum schaust du es dann 10-mal an? Ja, so schlecht kann es ja nicht sein. Okay, bis dahin, dein Thomas Klein, happy hunting, bye bye.